Vorausschicken möchte ich, dass es mich sehr freut, dass die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen hier in dieser Frage der Schiefergasgewinnung so aktiv sind und ihren Protest auch klar zum Ausdruck bringen. Und Sie können mir glauben, hier in Brüssel nimmt man diese Sorgen und Ängste der Vorarlberger Bevölkerung sehr ernst. Fracking ist eine umstrittene Technologie. Ich persönlich habe mich immer dagegen ausgesprochen, weil ich glaube, dass wir hier auf das falsche Pferd setzen. Es ist wieder ein fossiler Brennstoff und wir wollen ja langfristig von diesen fossilen Brennstoffen wegkommen und eben in erneuerbare Energien investieren. Man muss aber auch sagen, dass natürlich bereits jetzt in unserer Rechtslage es verpflichtend ist, dass alle gesetzlichen umweltpolitischen und wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren durchgeführt werden, auch die bergrechtlichen, und damit ein sehr hoher Schutz bereits eigentlich gegeben ist. Es ist auch eine Tatsache, dass die Mitgliedstaaten bei der Wahl ihres Energieträgers frei sind. Das ist im EU-Gründungsvertrag eigentlich festgeschrieben. Daher setzen manche Staaten wie beispielsweise Polen eben auf diese Technologie, dass sie ja bereits sehr stark abhängig von der Kohle sind und mit dem Schiefergas ihren CO2-Ausstoß eigentlich reduzieren könnte. Das Papier, das nunmehr von der Kommission erwartet wird, wird wahrscheinlich diese verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung für Schiefergasprojekte nicht enthalten. Das ist eine Enttäuschung für uns hier im Europäischen Parlament, weil wir davon ausgegangen sind, dass das so kommen wird. Man muss aber auch erwähnen, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfung national natürlich von den einzelnen Staaten verordnet werden kann. Und bei uns in Österreich wird das auch so kommen, im Gegensatz zu Deutschland, wo das nicht der Fall ist. Der große Vorteil bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist, dass sie eben die Transparenz erhöht und die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung insgesamt stärkt und erhöht. Daher haben wir uns im Europäischen Parlament, auch insbesondere ich, klar dafür eigentlich ausgesprochen. Wir werden sicher Initiativen setzen, um das langfristig zu korrigieren, um eben mehr Transparenz zu schaffen und der Bevölkerung hier diese Einflussnahme auch zu geben. Kommissar Oettinger hat sich meines Wissens meist für dieses Fracking ausgesprochen, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich Gas eine bessere Alternative ist eigentlich zu Öl bzw. auch zu Kohle und Gas als Übergangstechnologie dienen könnte. Er hat sich auch klar, glaube ich, für diese hohen Umweltstandards ausgesprochen, die wir bereits jetzt im europäischen Recht eigentlich verankert haben. Langfristig, glaube ich, müssen wir unseren österreichischen Weg versuchen weiter zu beschreiten, eben auf erneuerbare Energieträger, Sonne, Wind, Wasserkraft zu setzen. Aber es kann in manchen Mitgliedstaaten notwendig sein, eben auf Gas als Zwischentechnologie zu setzen. Und hier ist, glaube ich, aber trotzdem Fracking sehr kritisch zu beobachten und zu betrachten, weil eben meines Wissens noch keine sichere Technologie, insbesondere für den Wasserhaushalt, gegeben ist.